It was at this moment that he knew. He fucked up. Evolution. Was geht ab, meine Duellanten? Willkommen auf meinem Kanal Rock Elephant. Heute zeige ich euch mein Magnet-Vario-Deck. Magnet-Krieger-Deck. So, das Bossmonster Berserkion. Dann haben wir Valkyrie, Magnetkrieger. Berserkion. Haben wir aus Guardians of the Rock. Ich glaube, alle wissen Bescheid, wo das Booster herkommt, ne? Schwarzer Magier wird ja gespielt ohne Ende. Da kriegen wir von bei der Aufstiegsbelohnung oder Ranglistenduell. Oder zufällig. Also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, den zu kriegen. Gandora! Genau dasselbe bei Yugimoto. Delta! Kartenhändler! Alpha, Guardians of the Rock, immer fleißig Guardians of the Rock ziehen, Zart, Gamma, Beta, Aufstiegsbelohnung Yugimoto, das ist die aufwendigste Kartenbeschaffung, Magnetfeld, Spirits of the Beast, zweimal mindestens ins Deck reintun. Dann haben wir Begräbnis einer anderen Dimension. Warriors Unite. Zweimal mindestens. Oder ne, einmal reicht auch vielleicht. Magnetische Umkehr. Aufstiegsbelohnung Yugimoto. Aufprall der Weltvermächtnisses. So, Blazing Rose. Zweimal. Selten, ne? Kriegt ihr ganz schnell. Und ultimative Vorsehung. Crimson Kingdom Selection Box oder Dragon. Jubel gegen Yugimoto. Motor. Manchmal müsst ihr aufpassen, wie ihr die Magnetkrieger spielt. Ne? Sehr, sehr wichtig. Ein Zug kann manchmal über Niederlage oder Sieg entscheiden. Und auch das, was man opfert. Zack. Delta aufs Feld. Er negiert den Effekt. Alles klar. Habe ich mir gedacht, bringe ich hier auf die Hand zurück. Er wird wahrscheinlich den opfern wollen. Ich aktiviere ultimative Vorsehung. Damit habe ich gar nicht gerechnet, aber gut, dass wir Magnetfeld hier auf Feld haben. Zack. Holen wir uns das eine Monster auf die Hand. Black Wings gegen Magnetkrieger. Duo. Sehr schöne Kombo, ne? Zwei Monster direkt aufs Feld holen. Damit ist man immer safe. Bereitet alles für seine Synchro-Beschwörung vor. Na, ein bisschen ärgerlich, dass meine Zauberkarte flöten ging. Weltvermächtnis.
Synchro Shotgun! Viel nerviger als die andere Synchro-Beschwörung. Dieser Joey. Obsidian-Falke Joey. Zack. Stört mein Delta. Machen wir den Effekt vom Beta aktiv. So. Schwören wir den netten. Und. Naja. Ne? Gut, dass sich Berserkions Effekt trotzdem aktiviert. Deshalb ist es wichtig, Berserkion zweimal im Deck zu haben. So, aktiviert sich jeder Effekt von den Magnetkriegern. Ziehe ich einmal Berserkion wieder. Aber wir spielen erstmal Gandora. Auf Nummer sicher spielen erstmal. Sweepen wir mal das ganze Feld. Ich hatte auch ein paar Duelle gegen schwarzen Magier gehabt, die habe ich um Haaresbreite verloren. Hätte ich ein bisschen mehr nachgedacht, hätte ich auch gewinnen können. Leider mache ich lieber eher was und dann denke ich darüber nach. So, da war ich erstmal ganz verwirrt, was das für ein Deck sein soll, aber dann wurde es mir klar, ein Synchro-Deck. Mit denen hier, den lieben Psi-Reflektor. Holt er sich. Bryonic. Schön den Effekt vom Beta einsetzen. Bam, Delta. Alles was gewählt wird, davor habe ich Schutz. Einmal auf meine Life Points. Schön, dass ich 5000 habe. Könnt auch mit dem Skill Bindung spielen. Aber ein bisschen Life Points finde ich besser. Weil man so schön OTK'd immer wird. Ja, Mut hat ihn gerettet, aber er hat eine Dreckskarte gezogen. Gewinne und steige auf. Diesen Boy sollte man auch unbedingt zweimal im Deck haben. Aha, aha, aha. Alpha reicht auch nur zweimal, aber ich habe ihn dreimal reingenommen. Wenn schon, wenn schon. Ich könnte den X-Beliebigen Magnetkrieger auch reintun. Ja, das ist ein Drecks-Shiranu-Deck. Hatte ich auch mehrere Möglichkeiten, so ein Deck zu besiegen, aber natürlich habe ich die falschen Züge vorbereitet. Ah. One Return Attack. Run Return KO, das heißt OTK, nicht Run Return Attack. Life Points! Du! Dreckiger, ey! Das Gute an der teuflischen Kette ist, habt ihr die aktiviert? Müsst ihr nichts opfern eigentlich. Und bei Ultimative Vorsehung müsst ihr immer eine Karte von der Hand opfern. Aber bei Ultimative Vorsehung ist das Monster auch direkt down, ne? Und bei teuflische Kette bleibt das Monster auf dem Feld. Schön immer wieder in ein extra Deck reinballern. Keine Chance geben. Zack.
Ja, Leute, das war's wieder mal von mir. Kurz und knackig. Lasst ein Abo da, kostet nichts, macht Freude. Ein Like wäre auch nice. Auf Wiedersehen.